Am letzten Sonntagabend stopft der Gölä Stinksauer aus dem Music Star Studio und schmeißt seinen Job als Juror an. Stinksauer ist er auch 3 Tage nach dem ominösen Sonntagabend. Allerdings redet er jetzt über seinen Ärger in einem exklusiven Fernsehinterview von Roman Wasik und der Dana Gablinger. Völlig abseits vom Geschehen hier im Toggenburg verarbeitet der Gölä seinen Frust. Der Frust über den letzten Sonntag, der Frust über Music Star. Seine Rolle als Jurymitglied hat er nicht mehr mit sich selber vereinbaren. Am meisten genervt hat man ja gemerkt, dass ich eben nichts verändern kann. Und dass eigentlich alles beim Alten bleibt. Und für das bin ich ja nicht dorthin gegangen. Und je länger das ist gegangen, erste, zweite, dritte Show, so, desto mehr hat es mich gedacht, ja, es wird ganz schlimm. Am letzten Sonntag bringt die Abwahl von der Kandidatin Joyas Fass beim Gölä zum Überlaufen. Hässig und frustriert steht er nach der Sendung sofort auf und verlässt das Theater 11. Ursprünglich hätte der Gölä gar nicht in der Jury sitzen. Schlussendlich hätte das SF können überreden. Ich war zu naiv gewesen. Das ist das Problem. Ich meine, man hat ja mir am Anfang gesagt, um was es geht. Oder? Ich bin einfach manchmal im Leben ein bisschen blauäugig und denke, ja, vielleicht kann ich ja gleich noch. Und ja, also nicht alles auf mich ab. Das ist mein Fehler. Beim Schweizer Fernsehen bedauert man den Entscheid vom Gölä. Jetzt muss sofort ein Ersatz hin. Also mit dem Gölä geht gleichzeitig halt auch das musikalische Fachwissen aus dieser Jury. Und darum suchen wir dort eine ganz klare Person, die das auch wieder mitbringt. Der ehemalige Musicstar-Juror Chris von Rohr versteht dem Gölä seinen Entscheid voll und ganz. Er sieht das Problem einzig und allein bei Musicstar. Das Format ist längstens überholt, das Niveau ist total abgesunken. Du hättest früher schon viel, viel mehr sollen ändern an dieser Sendung. Und die Leute, die es wollen ändern, die sind abgekanzelt worden wie Schulbuben. Das ist der Fakt und jetzt haben sie einfach den Dreck, oder? Am nächsten Sonntag springt Vocal Coach Artemis Gunaki anstelle vom Gölä ein. Wer der definitive Ersatz vom Gölä in der Jury sein wird, das ist von seitens vom Schweizer Fernsehen noch nicht kommuniziert worden. Für Tele Zürich aus Ebersol, Dana Gablinger. Nach einem massiven